Nach unserem Sieg über die Mayas ist es jetzt Zeit, gegen die Römer anzutreten. Deren Siedlung befindet sich östlich von eurer eigenen. Seid gewarnt, auch ohne Script-Gaming sind die Römer in dieser Mission gefährlicher als die Mayas in der vorherigen. Der Berg in eurer Siedlung enthält alle 5 Erze. Sogar Schwefel, obwohl keines der anwesenden Völker dieses benutzen kann. What the fuck, Bluebite? Zusätzliches Erz findet ihr außerdem im Gebirge im Süden. Das Spiel empfiehlt den Bau einer Kühlerei, was aber nicht nötig ist. Auf dieser Karte startet ihr mit einer etwas größeren Siedlung, mehr Rohstoffen und sogar einer fertigen Getreidefarm. Sorgt für eine starke Holzproduktion und sichert euch möglichst viel Bauplatz. Das Gelände ist recht uneben, was es schwer macht, große Gebäude zu platzieren. Auf Normal müsst ihr nach etwa 40 Minuten mit einem Angriff rechnen, auf Leicht habt ihr eine Stunde Zeit. Unabhängig von der Schwierigkeit ist der erste Angriff bereits sehr stark und es folgt relativ schnell ein weiterer Angriff. Grundsätzlich gibt es 3 Orte, von denen aus ihr angegriffen werden könnt. Die beiden Engpässe am Gebirge und der Übergang im Süden. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich und versucht alle 3 Orte zu verteidigen. Das ist unnötig, verschwendet Baumaterial und verteilt eure Truppen. Festigt stattdessen den nördlichen Engpass. Dort ist die Gefahr am größten, der ist der Römer in euer Gebiet hinein expandiert und reißt alle Türme, die nicht zu dieser Verteidigung beitragen, ab. Da die KI beim Angriff nach Türmen sucht, könnt ihr so bestimmen, wo die Römer angreifen werden. Sollten die Römer einen eurer Verteidigungstürme einnehmen, könnt ihr dies ausnutzen. Die KI wird immer wieder kleine Patrouillen zu diesem Turm schicken, die eurer übrigen Verteidigung keinen ernsthaften Schaden zufügen sollten, da sie nur zufällig angreifen werden, wenn sie euren übrigen Türmen zu nahe kommen. So könnt ihr verhindern, dass sich die Römer zu sehr erholen. Je nachdem, wie viele Soldaten die Römer noch haben, wenn ihr angreift, solltet ihr eroberte Türme abreißen, sodass das Gebiet und die Rohstoffe darauf nicht so leicht wieder zurückerobert werden können. Die KI hat auf dieser Karte eine recht hohe Kampfkraft und ging in dieser Aufnahme sogar über die 100%, war also im Angriff noch etwas stärker als auf eigenem Gebiet. Lasst der KI keine Gelegenheit, sich zu erholen, und ihr werdet sie bald überwältigt haben.